Am späten Montagmittag fuhr ein 51-jähriger Oldenburger mit seinem PKW auf der Staulinie Richtung Passstraße. Weil ein Fahrzeug vor ihm auf der linken Spur verkehrsbedingt halten musste, wich der Mann nach rechts aus und beschleunigte. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen drehte sich und steuerte mit hohem Tempo geradewegs Richtung Haaren. Dort befanden sich just in diesem Moment ein Rollstuhlfahrer und seine Begleitung. Kurz vor dem Aufprall und Sturz in die Haaren wurde der PKW von einem Baum am Straßenrand gestoppt. Die Passanten wurden von herumfliegenden Teilen getroffen, aber nur leicht verletzt, so wie auch der Fahrer selbst. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.